Willkommen zurück, Leute, in der Drillhöhle. Hier, ganz tief unten, nahe am Erdkern. Ich spüre die Wärme schon. Und, ja, wir stehen hier im Angesicht zweier Krieger, zweier Bestien, zweier Kampfmaschinen, ausgebildet, um Helden zu vernichten. Und wir werden dort jetzt hinuntersteigen. Doch bevor wir das tun, werden wir noch ein wenig rumposen. Wir werden ihnen zeigen, ja, wir sind hier die krassen Typen. Wir sind stark und das müssen wir ihnen auch zeigen. Und deswegen werden wir sie jetzt einfach mal wegangeln. Hier, spürt das. Yeah! So, jetzt sind sie zutiefst beeindruckt, das merke ich. Es liegt schon in der Luft, der Kampf liegt in der Luft und da werden wir jetzt mal hingehen. Wir rüsten uns aus mit richtigen Waffen, wie zum Beispiel den Gleiter. Okay, der ist nicht mehr lustig. Gut, wir nehmen den Greifhaken auf, wenn wir das nicht brauchen werden. Wir brauchen nur unser Schwert und unsere Muskelkraft. Gut. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt die krassen Typen sind, die ich im Kopf habe, aber die sehen schon ziemlich stark aus. Und es sind nur zwei. Was heißt nur? Zwei sind einer zu viel. Uah, der hat auf jeden Fall ordentlich was hinter seiner Waffe. Okay, der hat ein Schild. Haben wir schon mal gegen die gekämpft? Die sehen verdammt stark aus. Okay, die sind langsam. Das ist schon mal ein schöner Vorteil. Autsch. Und stark sind die auch. Okay. Okay, ich hau mal ab. Ich muss sie trennen. So, kluge Taktik. Ja, hat super geklappt. Ja, was machen wir? Die haben verdammt starke Rüstung. Aber wir haben ein Gehirn. Was die wahrscheinlich nicht haben. Okay, das zeige ich euch jetzt gerade nicht, dass ich ein Gehirn habe. Aber ich wollte doch nur diese coole Wirbel um dich rumtanz und dann Zuschlagattacke machen, die im Moment noch nicht so klappt. Gut, dann greife ich dich mal. Haha, beeindruck. So. Ja, was soll ich tun? Gut, Helmspalter. Aber die sind so stark. Boah, die hauen aber auch schnell zu. Aber ja, mein Schild hält einiges aus. Ich bin sehr überrascht. Boah, okay, das haut ordentlich rein. Aber die haben aber auch... Die lassen aber auch keine Sekunde Zeit, um mal anzugreifen. Okay, das funktioniert nicht. Schnell um dich rum und zack! Boah, das funktioniert ja auch nicht. Wo ist ihre Schwachstelle, verdammt? Midna, hilf mir. Ich brauche deine Hilfe, Midna. Dieser Kampf verlangt mir einiges ab. Ich brauche wenigstens eine Schwachstelle. Die sind viel zu gut gepanzert. Wollen wir mal blank ziehen, auch wenn es total risikoreich ist. Oh Gott, meine Herzensanzeige, sie schwindet. Soll das schon das Ende sein von Link? Nein, natürlich nicht. Los, blank ziehen, blank ziehen. Link, blank ziehen. Zack! Boah, damit hat er nicht gerechnet. Und das hat ihn ordentlich irgendwas abgezogen. Irgendwas ist da runtergefallen. Gut, das ist gut. Welcher war das jetzt? Könnt ihr nicht mal kurz stehen bleiben? Ich will wissen, was bei euch da kaputt gegangen ist. Egal, wir machen es einfach normal. Oh nein, wir müssen erstmal das Schwert wegmachen und blank ziehen. Zack! Haha, damit hat auch er nicht gerechnet. Vielleicht war es sogar der gleiche. Dann ist er ziemlich dumm, denn er ist zweimal auf denselben Trick hier reingefallen. Oh, dieses blank ziehen. Ich habe es immer heruntergeredet. Dabei ist es gar nicht so schlecht. Ja, es fällt immer ein Stück Rüstung ab. Das können wir ruhig so weitermachen. Zack! Haha! Gut, aber die sehen nicht wirklich so aus, als würden die Rüstung verlieren. Aber egal, ich weiß es. So, ich sehe es ja. Ja, ich ziehe jetzt hier einfach mal blank, so lustig es sich auch anhört. Aber ich mache das jetzt einfach, weil es einfach funktioniert. Alles andere habe ich jetzt keine Ahnung, was wir da machen sollen. So, wir laufen ein bisschen rum. Verwirrungstaktik. Wir können ja diesen coolen Move machen. Oh, nein, cool. Geht nicht mehr. So. Verwirrung, Verwirrung. Und blank ziehen. Oh, dann bin ich schneller als er. Gut. Wie im Western. Zieh. Ah, ich war zu schnell für ihn. Gut. Ach ja, das kann ja nur noch eine Weile dauern, aber wir haben wenigstens eine Taktik gefunden. Wir ziehen blank. Warum auch nicht? Wozu hat man denn die okkulten Künste gelernt? Unser Lehrer und Meister wird schon gewusst haben, wofür wir sie brauchen. Wow. Okay. Konzentrieren sollte man sich trotzdem. Ah, nein. Oh Gott. Das ist ja echt hart jetzt. Okay. Ich muss mein Schwert erstmal wegziehen, so. Okay, man sollte echt... Man muss vorsichtig sein. Die sind nicht zu unterschätzen, diese Kreaturen. Die haben schon ordentlich was drauf. Zumindest sind sie gut gerüstet, was ihnen einen deutlichen Vorteil verschafft. Im Gegensatz zu uns mit unserem Schild. Das sieht sehr mickrig dagegen aus, was die da haben. Oh, die halten aber auch viel aus, so. Na komm. Oh, da war ja diesmal schneller als ich. Unglaublich, aber wahr. Ich ziehe hier blank, weil ich es kann. Oh, beide getroffen. Und nochmal. Gott, das dauert mir jetzt viel zu lange. Oh Gott, der hat seinen Helm verloren. Das ist toll.
dann können wir gleich eine andere Attacke einsetzen. Wollen wir das beim anderen auch nochmal machen, damit wir gleich doppelte Effektivität hier haben? Können wir gleich den anderen... Nein! Oh, ich hab's kommen sehen, aber ich konnte nichts mehr tun im Eifer des Gefechts. Ach Gott. Ja, also die setzen mir schon ordentlich zu. Ich schau mal gerade eben, was wir so haben. Gut, wir haben Feentau. Der heilt eigentlich alle unsere Energie, aber ich bin so ein bisschen zögerlich, den einzusetzen. Der ist so schön und den finde ich sonst doch nirgendwo. Ach Gott. Kennt ihr das auch? Ich will den nicht einsetzen. Ich will den einfach nur behalten und angucken. So. Gut, wir haben echtes Gelee. Das ist schon mal schön. Gut zu wissen, dass wir echtes Gelee haben. Das ist doch gut, dass wir das noch geholt haben. Und eine Fee. Eine Fee ist auch gut. Die wird uns heilen, sobald wir down gehen. Das müssen wir aber nicht provozieren. Deswegen werden wir das jetzt mal hier ganz lässig und cool erledigen. Er hat sein Schild verloren. Ich hoffe, sie werden jetzt dadurch nicht mobiler. So, der eine ist schon ziemlich mitgenommen. Das macht mir Angst, wenn die hier beide auf mich zukommen. So. Yeah, er hat auch sein Schwert verloren. Gut. Verliere auch dein Schild. Jawohl. Okay. Jetzt können wir vielleicht ein bisschen ernster angreifen. Vielleicht hat jetzt auch eine andere Waffe einen besseren Effekt, die ein bisschen auf Distanz ist. Los! Ja, sehr schön. Okay, jetzt sind die sauschnell und werfen mit ihren Waffen. Das ist doch wunderbar. Okay. Alter. Und zum ersten Mal hören wir dieses Geräusch. Ja, wahrscheinlich nicht zum ersten Mal, aber wir hören es diesmal. Dieses Geräusch, wenn wir weniger als 3 Herzen haben. Boah, jetzt sind die so schnell. Oh Gott, das ist gemein. Okay, die sind ziemlich hart. Und ich hoffe, die... Oh Gott, das wird bestimmt noch nicht das letzte Mal sein, dass wir die hier treffen. So, oh Gott, die sind auch noch schnell. Ja, ist ja gut. Oh Gott, ich bin jetzt... Dieser Part wird wahrscheinlich nur von diesem Kampf hier handeln, also... Aber ich muss mich konzentrieren. Ich will hier nicht failen in der Drillhöhle. Haha! Nein! Jetzt halten die das auch noch raus. Das gibt's doch nicht. Okay, ich renne einfach weg. So. Ist immer eine gute Taktik. Und dann gibt's einfach nochmal was mit dem Morgenstern. Wie eiskalt sie mir ausgewichen sind. Ach Gott, wie habe ich die denn damals besiegt? Ich weiß doch, dass ich die besiegt habe. Aber das war immer nur einer. Das war schön einfach. So. Gut, ich habe kein Problem, gegen euch zu kämpfen. So, ich habe Taktiken. So. Und zack! Und zack! Und... Bam! Und bam! Und bam! Oh, verdammt. Nein, nur noch ein Herz. Nur noch ein Herz. Okay, ich glaube, es ist soweit. Ich glaube, ich werde mir mein Gelee reinziehen. Denn die Fee soll noch warten. Die Fee soll mich begleiten. Sie ist meine Glücksfee. So, Moment mal. Ja, Link, ganz cool. Stehen bleiben einfach mal. Oh nein, doch nicht die Fee. Das echte Gelee. Wir ertrinken Schleim. Ach, na, runter damit. Und wunderbar. Alles voll. So sehe ich das gern. Und wir leuchten. Oh Gott, das sieht ja cool aus. Yeah, wir haben uns verwandelt. Wir sind Super Link. The Golden Link is on the move. So, wir brauchen wieder unsere Waffe, die wir gar nicht brauchen. Und, da kommt er schon. Wir sind Super Link. Nimm dich in Acht. For Gold Link. Der goldene Link. Mit dem goldenen Herzen. Die Kraft der goldenen Herzen. So, jetzt reicht's mir hier mit euch. Zack. Boah, die sind aber auch stark. Okay. Oh nein, wir leuchten nicht mehr. Das ist ein Handicap. Wir sind nicht mehr am Leuchten. Okay, Attacke! Nein, wir sind in der Mitte, das ist nicht gut. Boah, geschickt ausgewichen. Bäm. Und, komm schon. Und, zack, da tritt er mich. Und, Alter, die treten voll auf mich ein. Das ist aber auch unfair. Die sollen sich mal jemanden in ihrer Größe suchen. Die sind aber auch so stark. Ach man, ihr seid doch so fies. Lasst mich doch einfach mal gewinnen. Ich will hier doch weiterkommen, Leute. So. So, so, so. Attacke! Auch wenn ich mich auf einen konzentriere, kommt der andere von der anderen Seite. Das ist nicht schön. So, da weichen sie aus. Oh Gott, sie haben echt eine gute Taktik. So, jetzt lass mich doch mal. Oh Gott. Okay, Taktik. Ich brauche eine Taktik. Wie besiegt man diese Dinger? Okay, wir haben ja coole okkulte Künste. Wir halten uns an unseren Lehrmeister und besiegen sie. Er ist im Geiste mit uns. So, wir rollen uns ganz geschickt und machen unsere coolen Attacken, die... im Moment noch ins Leere laufen, aber das ist nur... wir verarschen sie. So, jetzt hauen wir einfach mal zu. Zack, zack. Bam, und komm schon. Oh, der hat gesessen. Auf den müssen wir uns jetzt konzentrieren. Damit der als erstes down geht. So, bam. Und zack, 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 zack. Das ist gut. Okay, den müssen wir auf jeden Fall im Auge behalten. Auf den muss jetzt alles gerichtet werden. Unsere ganze Energie... Denn wenn wir noch einen vor uns haben, dann ist es auf jeden Fall schon mal einfacher. So, damit haben wir nicht gerechnet. Durch die Mitte. Und da ist er down, Leute. So,
ein Mann gegen Mann mehr Duell. So, jetzt bist du nicht mehr so cool, glaub mir. So. Ho, 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 ho. Nimm okkulte Künste. Boah, der haut mich einmal und ich bin fast weg. So, nimm okkulte Künste. Zack, bam, bam. Spüre das Masterschwert. Es wird dich zurechtweisen. Na los. Yeah, wir tanzen. Okay, okkulte Kunst. Attack. Bam, 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 bam. Ja, Leute, da geht er down. Und es war echt ein harter, epischer Kampf. Woo. Also, da muss ich mich jetzt wirklich erstmal wieder fassen. Nach diesem harten Kampf. Also, wir haben echt viel Herzen verloren. Das war nicht gut. Ich hoffe, das passiert nicht so oft. Ja, und da ist die Fee. Und die Fee könnte uns ruhig mal heilen. Nicht wahr, Fee? Klong, klong, klong. Ach, ich liebe diese Musik. Sie ist so wunderschön. Ja, jetzt sagt sie wieder, sie hätte nicht gedacht, dass wir es bis hierher geschafft haben. Ich bin beeindruckt, dass du es bis hierher geschafft hast. Hey, wie unvorhersehbar du doch bist. Ja. Wir haben jetzt die Feen der Quelle von Runnel freigelassen. Um weiterzukommen, brauchst du etwas, womit du frei von Wand zu Wand fliegen kannst. Wenn du noch nicht bereit bist, die Herausforderung anzunehmen und mehr Vorbereitung brauchst, das hatten wir schon. Gut, Leute, es ist noch nicht vollbracht. Im Gegenteil, es warten wahrscheinlich noch weitere 10 Ebenen, wenn es denn immer so ist, auf uns. Und vielleicht sogar noch mehr, wer weiß. Gott, das wäre schlimm. So viel habe ich jetzt auch nicht mehr. Gut, wir sind in einem ähnlichen Raum wie gerade eben und da unten sind diese komischen Dinger da. Gut, jetzt sollte ich doch ein bisschen mehr Acht auf meine Gesundheit geben. Denn falls uns nochmal ein solcher Kampf bevorstehen sollte, wird das schon schwer, damit hinzukommen. Wir haben auf jeden Fall einmal noch den Feentau, den ich gar nicht opfern will, und noch eine Fee. Also wir sind hier voll befeht. Wir haben alle Feenmacht hier in unserer Hand. Gut, wie besiegt man diese Dinge nochmal? Die haben hinten eine Schwachstelle, so viel weiß ich noch. Gut, dann würde ich sagen, wir hetzen die einfach mal auf uns, so. Gehen jetzt hier mal runter in die Ecke. Dann wird einer nur wach, das ist schön, einer wird nur wach. Gut, schnell ist der nicht, das ist nicht seine Stärke. Und zack! Und zack! Auch wenn das jetzt hier ein bisschen dauert, ich möchte das so gut wie möglich hier über die Bühne bringen, dass wir auch gar nicht failen. So, nächster, erwache und komme her. In die Ecke des Grauens, der Ecke der Verdammnis. Hier wird dein Ende sein, in dieser Ecke. Freunde dich schon mal mit der Ecke an. Zack! Dann einmal so viel rum. Oh Gott. Ja. Der ist zu langsam. Boah, ist der schnell. Boah. Bäm. Da komme ich ja kaum noch mit. Okay. Der lässt sich hier nicht verarschen. Der fühlt sich bestimmt schon echt hier verarscht von mir. Der wird ja echt schneller. Zack. So. Explodiere. Mach, was du willst. Mach dein Tänzchen. Und weiter geht's. Gut, ja. Auf jeden Fall. Ich vergesse immer, unseren Anzug anzuziehen. Wenn jetzt nochmal ein harter Kampf kommen sollte, werde ich auf jeden Fall meinen Anzug anziehen. Das muss einfach sein. Auch wenn er nicht lange halten wird, befürchte ich. Denn, das geht relativ schnell mit den Rubinen. Das glaubt ihr gar nicht. Vor allen Dingen, wenn wir getroffen werden, werden uns auch nochmal Rubine abgezogen, glaube ich. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Oh Gott, jetzt erwecke ich hier alle zum Leben. Das wollte ich doch gar nicht. Oh, doch nicht. Oh Gott. Dreht euch doch nicht so. So. Ich drehe ja durch. Oh Gott, der hat mich getroffen. Ach, die sind so einfach, aber da brauchen wir echt zu viel Geduld. Ja. Kommt schon. Weiter. Wir schwingen unser Schwert, denn ihr seid es nicht wert. Oh Gott. Bäm, da zerplatzt er. Und ist down, Leute. Gut, sind ja nur noch 4. Hey. Gut, dann widmen wir uns mal ein weiteres Mal diesem komischen Kauz hier. Zack. Bam, bam. Ich versuche das mal ein bisschen schneller zu machen, auch wenn ich dabei getroffen werde, das nicht schön ist. So, komm her. Bam, bam, bam. Bevor du hier großartig was machen kannst. Zack, zack, zack. Oh Gott, sie haben mich schon wieder getroffen. Oh je. Oh je, oh je, oh je. Das gefällt mir nicht. Also, ich habe ein bisschen... So, das war der letzte in diesem Raum. Der hat mich echt viel Zeit gekostet. Und jetzt müssen wir unter Beweis stellen, dass wir hier von Wand zu Wand fliegen können. Wie ein Vogel.
Mit dem Greifhaken natürlich. Mit dem Vogelhaken. So. Da kommen wir ganz leicht an diese Stelle. Das ist schön. Und können weiter hinuntergehen. So, Freunde. Wer wartet da unten? Okay, das sieht nicht so schwer aus, aber ich kann mir gut vorstellen, dass das nicht alles ist, was da unten wartet. So. Die sind an den Ort gebunden, die Pflanzen. Das heißt, die können uns so weit erstmal nicht schaden. So, zack, zack. Oh mein Gott. Kommen die dann denn alle her? Werden die neu gespawnt oder was? Uah, das sah nicht so viel aus von da oben. Nix, einfach draufhauen. Taktik ist immer gut, draufhauen. Zack, bam, bam. Gut, ab in die Ecke und weiter geht's. Gut, ja, wir haben den Raum schon um einiges geleert. So, da kommt der nächste an, der unbedingt von dem Schwert getroffen werden will. Aber den Wunsch können wir ihn natürlich erfüllen und da kommt die Pflanze auch ins Spiel. Ah, da kommt er wieder. Zack, bam. Da geht er down, Leute. Bam. Und die Pflanzen sind kein Problem. So. Nur noch ein paar blauzüngige Pflanzen. Die sind adelig, die Pflanzen. Die haben blaue Zungen. So. Zack. Sehr schön. Es geht weiter hinunter in die Tiefe. So. Ach, Gott. Das ist doch echt herrlich. Ich schaue nach unten und krieg erstmal schön zwei Pfeile in den Körper gebohrt, die auch noch brennen. Gut, da können wir natürlich das Feuer erwidern, wenn ich wüsste, wo ihr seid. Na los, zeiget euch. Ihr Narren. So, Headshot. Bam. So, und die anderen wollen auch unbedingt einen Pfeil abbekommen. So, könnt ihr haben. Nanu. So, ist noch irgendwo einer, der unbedingt hier einen Pfeil haben möchte? Oh, da sind ja lauter Bogenschützen. Gott. So, Bogen. Autsch. Bogen gegen Bogen. Oh Gott. Die sind viel schneller als ich. Uah. Oh Gott, ich werde hier von den Pfeilen durchbohrt. Ich gehe jetzt da runter und was war da noch eigentlich? Egal. Wir werden es herausfinden. Ein Mann und ein Schwert. Yeah, Attack. Okay, ich muss erstmal diese Pfeiltypen außer Gefecht setzen. Ich gehe mir ziemlich auf den Nerv. Da haut er ab, dieser Feigling. Okay, der Bogen, der Bogen, der Bogen. Immer ein guter Freund. Nicht der Bogen, ich meine natürlich der Schild. So, der schützt uns ein wenig. Jetzt können wir uns hier ganz vorsichtig nähern. Oh, ja, ja. Ja, ja, ja. Stirb! Autsch, verdammt, da hat er uns doch noch getroffen. So, den letzten wollen wir jetzt mal mit schön Energie noch zerstören und da brennen wir sogar noch und gehen jetzt schnell weiter, denn langsam habe ich genug von der Drillhöhle. Es ist mir wirklich zu viel. So, da bin ich fast runtergeflogen schon. Zu übermotiviert. Gut, was wartet da? Ein weiterer Geist und gepanzerte Geckos oder was auch immer es ist. Ach ja, der Geist, der macht mir ein bisschen Sorgen. Aber wenn wir uns am Rand aufhalten, sollte der Geist nicht allzu schnell auf uns zukommen, hoffe ich. Genau wie die Gegner, die haben auch keine Motivation. Wahrscheinlich sind die nicht gerade, ja, die sind kurzsichtig. Die sehen uns einfach noch nicht. Wir sind ja auch perfekt getarnt hier mit unserem Grün an der Wand. Okay. Hallo Leute. Willkommen. Ich begrüße euch mit einem Morgenstern. Ey komm, den hast du doch jetzt gesehen. Folge der Kette. Es führt dich zum Glück. Na gut, da müssen wir halt persönlich vorbeikommen. Ist ja schön, dass wir vielleicht einen anlocken können. Na, siehst du mich? Siehst du mich? Du wirst mich doch wohl sehen. Oh, da ist er aufmerksam geworden. Da hat ihn sein Instinkt hierher geleitet. Gott, das ist auch so ein schneller. So, und bam, Helmspalter. Ist ganz angenehm, dass wir die hier einzeln angreifen können. Denn mit Rüstung sind diese Gegner alle gar nicht so einfach. Oh Gott, da kommt der Geist. Schnell zum Wolf werden. Da wollen wir gar nicht so viel Leben an dem hier verlieren. So. Und zack. Und die Seele wollen wir uns auch noch schnell... daneben. Ich glaube es nicht. Wir springen daneben. Mann, Mann, Mann. Heute ist es auch alles schief. Also, es ist schon, wir sind schon so ausgepowert, dass wir nicht mehr zielen können. Zack! Und zack! Wir sollten uns nicht zu nah an diese Geckos daran wagen. So, die Geisterseele ist unsere. Ja. Yeah. Gut, dann wollen wir jetzt schnell wieder zum Mensch werden, damit wir eine klare Sicht bekommen. Oh, da kommt schon der nächste. Hey! Ja, die stellen sich schön an, das finde ich sehr vorbildlich. Drängeln sich auch nicht vor oder so. Sehr schön.
Jeder nach der Reihe wird hier besiegt. Oh nein, da sage ich's und da hauen sie rein. Gott, die haben bestimmt nur gewartet. Oh, jetzt zu dritt. Ich glaub's ja. Los, nimm das und das. Und der in der Mitte ist zu doof, um seinen... Ach, der hat kein Schild mehr, deswegen. Ah, egal. Die hüpfen immer so lustig. So, bam. So, der eine ist down. Oh nein, doch nicht. Die halten aber auch viel aus. Zuck, bam, bam. Ja, ohne Schild lebt sich schwer hier. Das mussten sie gerade schmerzhaft erfahren. Und wir besiegen den letzten hier auch noch schnell. Komm schon. Yeah, come on. Wir haben sie alle besiegt. Ein bisschen Stimmung hier muss wieder reingebracht werden. Ich bin schon sehr erschöpft vom Kampf hier. So. Dann wollen wir mal weitergehen. Oh, da ist schon wieder... Ich wusste, dass hier wieder Pfeile kommen. Oh Gott, die treffen uns sogar hier. Ah, Hilfe, Pfeile, Pfeile, Pfeile. Ah, oh, jetzt reicht's aber auch mal. Oh Gott, die ziehen mir so viel ab. Nein, nicht geplant. Das war nicht geplant. Ducken, ich will hier rauf. Oh Gott. Ich muss den Rückzug antreten. So, jetzt weiß ich natürlich, wo ihr seid. Ha, so weit könnt ihr gar nicht schießen. Frechheit hier. So. Oh, wir haben einen Pfeil bekommen. Yeah. Und da, was ist da oben? Da glitzert irgendwas. Oh, glitzern ist doch toll, oder? Glitzern ist immer schön. Ich will da hoch, da glitzert's. Was wartet denn hier unten? Wir haben hier ein paar Zombies im Angebot. Und sonst, ja, das war's. Oh, ist das etwa ein Schleim oder so? Das wäre doch schön. Hauptsache es ist kein Bösewicht. Das wäre nicht schön. Gut, dann wollen wir einfach mal runterspringen zu den Zombies. Und den Morgenstern haben wir auch im Gepäck. Ich lasse mich jetzt mal ganz lässig hier runter. Ich komme! Freut euch! So. Hier für dich. Immer wieder gerne. Du darfst auch einmal. So, bitteschön. Und Dankeschön. Und das geht sehr schön einfach mit dem Morgenstern. So. Der Rückkopplungseffekt hier zeigt seine Wirkung. Zack. Der Jojo-Effekt. So. Schleim regnet hier auch noch von der Decke. Und, oh, da ist der silberne Schleim. Den werden wir uns natürlich, der goldene Schleim, den werden wir uns gleich mal einverleiben. Irgendwo ist er hier drin. Rückt ihn raus, den goldenen Schleim. Irgendwo muss er doch hier sein. Ich habe ihn noch gesehen. Der kann doch nicht weg sein, oder? Oh, nö, sag nicht, der ist weg. Ich will den goldenen Schleim haben. Das wäre jetzt ideal. Ihr habt ihn verdorben, den Schleim. Er hat sich mit euch verbunden und wurde lila, oder was? Oh Gott, da hätte ich schnell sein müssen. Das hätte mir auch jemand sagen können. Wie fies. So, aus Wut und Verzweiflung werde ich jetzt diesen Zombie hier vernichten. Du musst leiden. Für meine Leiden. So. Ja, wie gemein. Dafür fülle ich jetzt den lilanen Schleim hier rein. So. Oh, das war knapp. Lila Schleim. Lilililil. Oh Gott, das ist so ein Zufallseffekt. Sehr schön. Also das kann auch sein, dass das ein negativer Effekt ist. Also, ob wir das riskieren wollen, weiß ich nicht. Aber vielleicht im Notfall muss man es riskieren. Ich werde es auf jeden Fall, ja, im Hinterkopf behalten. Ah, das ist echt schade, dass uns der hier abhandengekommen ist, der blöde Schleim. Den hätte ich jetzt gut gebrauchen können. Aber gut, man kann halt nicht alles haben. Da hätte ich einfach schneller sein müssen. Oh nein, das ist schon... Nein, das sind die wieder. Oh Gott. Eishölle reloaded. Och nö. Und das ist bestimmt nicht alles, weil das sind noch weniger Gegner als davor. Ich wette, hier unter uns wartet auch noch so einer. Ja, ganz genau. Ja, ich würde ganz gerne die schon von hier oben besiegen, aber wie mache ich das? Wahrscheinlich gar nicht. kann ich nicht meine Pfeile irgendwie mit Bomben ausstatten und die schon vernichten? Bam! Und bam! Bam! Stirb, bitte! Und! Es funktioniert sogar! Oh, das ist herrlich. Da versteckt er sich hinter Big Daddy, aber Big Daddy kann ja auch nicht helfen. Stirb! Oh, der hält aber auch einiges aus. Jetzt reicht's mir, stirb endlich. Der andere ist doch auch gestorben. Oder war das nicht der? Ist der nicht gestorben? Ist irgendwas anderes gestorben? Stirbst du? Nein, du stirbst auch nicht. Verdammt, stirb! So, ich habe nicht mehr ewig viel Bomben. So! Der ist gestorben. Ich verstehe das nicht. Warum stirbst du nicht? Stirb! Du bist der unbesiegbare Eiskrieger. Ja, da ist er auch endlich down. Oh, das ist herrlich, dass wir die von hier oben besiegen können. Da muss ich die nicht manuell besiegen. Gut, ist hier noch irgendwo einer? Hat sich versteckt? Oder war es das jetzt hier mit den komischen Eiskreaturen? Ich wette, wenn wir runtergehen, kommt noch irgendwas von der Decke geplumpst oder so.
Gut, ich halte mal Ausschau nach einem glitzernden Zeugs, aber nein, es ist da nicht. Gut, dann werden wir uns mal hier runterwagen. Und, oh Gott, da fängt er schon an mit seinem eisigen Atem. So, hier sind wir ziemlich sicher. Der scheint irgendwie noch ein bisschen unbeeindruckt. Okay, die sind beide nicht mehr so motiviert, mich anzugreifen. Dann kümmern wir uns erstmal... Oh nein, wir kümmern uns um keinen, denn wir sind verdammt langsam geworden. Aufgrund unsichtbarer Missgeschicke. So, diese Ratten, die sind echt hinterhältig. Zack! Aber kein Problem. Die haben wir schnell beseitigt. Das ist nur eine kleine Tat mit großem Effekt. Und ich merke gerade, oh mein Gott, dieser Part geht schon wieder verdammt lange. Aber wir werden diesen Raum hier noch schnell beenden. Und danach gibt es dann erstmal wieder eine Pause für mich auch. Ich drehe das hier alles am Stück und das ist ganz schön eisig. So, dieses Ding ist besiegt. Wir können diese kleinen Viecher auch noch gegen die Wand erstmal hauen. So, bam. Oh. Er ist freiwillig in den Morgenstern hineingerannt. Oh nein, hier sind wieder diese komischen Viecher. Die wimmeln hier überall. So. Zack. So, weiter geht's. Wieder zum Menschen werden und schnell noch den Rest erledigen. So. Zack. Der ist auch beseitigt. Oh, jetzt sind schon wieder diese kleinen Tiere. Mein Gott, wie viele sind denn hier noch in dem Raum? Hey, willst du mich verarschen? Ich hab dich doch gesehen. Ich hab dich genau gesehen. Du bist hier irgendwo. Ah, du klebst an mir. So. Wenn ein einziges Tierchen schon von dem an mir ist, bin ich schon langsamer. Okay, aber kann man nichts machen. So, mein Morgenstern reicht bestimmt nicht bis da hinten. Nein, ich muss mich wieder dem eisigen Atem widmen. Stellen. Ja, ich bin schneller. Nein, doch nicht. Ja, hör auf, hör auf, hör auf, hör auf. Nimm das! Oh. Egal, der Große ist weg und wir werden nur noch vom Kleinen verfolgt. Ist kein Problem. Die sind nicht wirklich schwer zu besiegen. So. Unsere Lebensanzeige ist schon wieder sehr gering, aber ich hoffe, es ist nicht mehr allzu weit. Wir gehen mal in den nächsten Raum und schauen mal hinunter, was da auf uns wartet. Haha, ein Gegner nur. Ach, wie schön wäre das, wenn das nur so wäre. Aber wir werden mal sehen, was dieser Gegner hier noch so herbeirufen wird. Es ist der Lockvogel. Es ist eine Falle. So offensichtlich kann das doch nur sein. So, wir stehen hier und genießen diese kleine Pause. Und im nächsten Part geht's dann hoffentlich zum letzten Mal weiter hier in der unglaublichen Drillhöhle, die vor Ebenen nur so wimmelt. Und ja, ich hoffe, wir kommen auch irgendwie wieder zurück. Aber das werden wir bald erfahren. Bis zum nächsten Part. Danke fürs Zuschauen und ciao.